Wir sind hier am oberen Kalaritikos, ca. 500 Meter über dem Fluss. Die Griechen, die hier hochfahren, die fragen sich schon, was wollen die Leute in der Felswand mit den Kajaks? Wir tragen jetzt hoffentlich den richtigen Ziegenpfad runter und haben etwa 8 Kilometer Spaßwasser vor uns im Dreier- und Viererbereich. Und das wird ein schöner Abschluss unserer Griechenlandreise. Jetzt habe ich wirklich mal was zu sagen. Von wegen leichte Ziegenwegportage. Was wir vergessen ist, wenn Ziegen klettern, dann hüpfen die einfach von Fels zu Fels. Ich bin jetzt gerade fast 400 Meter runtergelaufen und es ist richtig beschissen. Der Weg geht durch Dornen und ich glaube, die Oldschool-Abseilstrecke ist ein Scheiß dagegen. Also wir sind etwa 90% sicher, dass es klappt und werden es jetzt auch probieren. Vielleicht müssen wir am Ende noch die Wurfsäcke auspacken, um die letzten 20 Meter über Felsen runterzuschleppen. Ich hoffe, der Bach lohnt sich. Ich kaufe mir auch ein neues Shirt. So, nach über einer Stunde hier runtertragen, sind wir endlich am Bach. So eine Scheiße, so einen Weg habe ich noch nie erlebt. Total morsches Holz, Steine, die sich überall lösen, mitten im Fels, wenn man sich dran festhielt. Löcher mitten im Boden, ganz viel unebenes Gelände. Abseilen mussten wir, richtig steil. Ich glaube, da ist bis jetzt auch noch nie ein Paddler runtergekommen, diesen fucking Weg. Ja, das einzige Geile, was jetzt ist, wir haben super Wetter, ein bisschen Wasser auf dem Bach und ich glaube, ein ganz geiles Team, dass wir das jetzt noch ordentlich wuppen hier. Let's rock it! Their eyes, they think just jelly. I swear I fell in love.